Yo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Der Avengers Infinity War Hype geht weiter und heute habe ich ein wirklich sehr interessantes Thema für euch, was den Erfolg des Filmes angehen könnte. Denn so wie es aussieht, hat Avengers Infinity War jetzt schon im Vorverkauf mehr Verkäufe erzielt als die letzten 7 Marvel-Filme zusammen. Ja, ihr habt richtig gehört. Diese ganze Information hat natürlich auch eine Quelle und zwar kommt diese vom Twitter-Account von Fandango. Das ist sozusagen ein Ticketseller in Amerika. Im Tweet sagen sie sogar kurz, dass Infinity War gerade nicht nur alle Rekorde am Sprengen ist, sondern Infinity War gerade alles einfach vernichtet. Und die Vorstellung, dass Infinity War im Vorverkauf einfach die letzten 7 Marvel-Filme einfach geschlagen hat, ist so eine kranke Vorstellung, wenn man mal im Kopf behält, wie krass erfolgreich die letzten 7 Filme einfach waren. Wir hatten Captain America, Civil War, was richtig krank war, Doctor Strange, Guardians of the Galaxy, der 2. Teil, Spider-Man Homecoming, Thor Ragnarok und zu guter Letzt einfach noch Black Panther, was wirklich alleine schon alle Rekorde gesprengt hat und jetzt zu den Top 10 erfolgreichsten Filmen gehört. Und Avengers Infinity War hat einfach diese 7 Filme zusammen übertroffen. Das heißt, wenn man diese ganzen richtig erfolgreichen Filme zusammenrechnet, hat Infinity War immer noch mehr Tickets im Vorverkauf erzielt, was ein kranker Erfolg für Marvel ist. Was das MCU angeht, war schon von Anfang an klar, dass Infinity War bestimmt jetzt einfach der erfolgreichste Film von Marvel sein wird. Auf dieses große Ereignis wurde einfach immer zugesteuert, darauf wurde immer aufgebaut und jetzt geschieht es halt einfach und die ganze Welt ist einfach darauf gehypt. Und ich glaube, man kann wirklich ohne Zweifel sagen, dass dieser Film definitiv unter den Top 5 erfolgreichsten Filmen sein wird, nachdem er erstmal eine Weile im Kino gelaufen ist. Wenn wir uns mal die Top 5 erfolgreichsten Filme zum Beispiel anschauen, da hätten wir auf Platz 5 die Avengers, was meiner Meinung nach dieser Film definitiv übertreffen sollte. Dann hätten wir noch Jurassic World und dann kommen wir auch schon zu dem 3. Platz, was Star Wars The Force Awakens wäre, was wirklich wieder eine richtig große Differenz zwischen dem letzten Platz und zwar Jurassic World hält. Denn Force Awakens hat im Gegensatz zu Jurassic World auch wieder 300 bis 400 Millionen mehr eingenommen. Und ich bin sogar ehrlich gesagt zuversichtlich, dass Avengers Infinity War Star Wars The Force Awakens schlagen wird. Der Hype für den Film ist einfach gerade unnormal krass. Marvel schlägt die Werbetrommel für diesen Film so krass wie noch nie für irgendeinen anderen Film. Das ist der ultimative Kampf. Jeder Film sozusagen von Marvel wird hier jetzt zusammengeführt. Das heißt, es wird Leute geben, die vielleicht nur einen Helden oder ein Franchise des ganzen MCUs mögen und alleine für diesen auch schon in diesen Film reingehen werden. In dem Film ist halt einfach für jeden etwas dabei, der einer dieser Helden liebt. Und man meinte auch selbst, dass man wirklich nichts in den Trailern gezeigt hat, was großartig etwas vom Plot spoilern sollte. Dass es noch so viel gibt, was geheim gehalten wird. Und die Trailer wurden alle so gut geschnitten, dass sie die ganzen Fans rund auf der ganzen Welt einfach richtig auf diesen Film gehypt haben. Ich bin wirklich gespannt, wie der Film sich schlagen wird. Ich bin sehr zuversichtlich, dass er mindestens unter die Top 5 der erfolgreichsten Filme steigen wird. Und ich kann es kaum erwarten, ihn endlich anzuschauen. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Was haltet ihr von dem Ganzen? Wie hoch denkt ihr, könnte der Film in der Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten steigen? Auf Platz 5 haben wir gerade die Avengers, auf Platz 4 Jurassic World, auf Platz 3 Star Wars The Force Awakens, auf Platz 2 Titanic und auf Platz 1 Avatar. Die Einnahmen von Avatar betragen selbst knapp 3 Milliarden. So könnt ihr ja mal eure Schätzungen in die Kommentare schreiben. Vergesst auf keinen Fall, diesen Kanal zu abonnieren, wenn ihr alles rund um Marvel auf diesem Kanal wissen wollt, beziehungsweise alles um das Marvel Cinematic Universe. Hier wird es sehr viel Content darüber geben. Ich werde so gut wie alles darüber behandeln und euch immer auf den Laufenden halten. Das wäre es auf jeden Fall von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt gut auf euch auf. Lasst es euch gut gehen. Und ich würde dann mal sagen, ciao.